When I think about the way we used to be, when I think about the things you took from me, I know that I am so much better, better. When I look at what I've done, now that we're apart. Hello, hello, meine Lieben. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich bin tatsächlich ein bisschen aufgeregt gerade, denn es ist der erste Vlog nach Bekanntgabe von unserem kleinen Geheimnis. Also ihr wisst jetzt quasi, was hier im Haus los ist und irgendwie ist das total ungewohnt für mich, obwohl ich ja schon einige Vlogs für euch gedreht habe und euch mit durch meinen Alltag genommen habe. Aber ja, es ist jetzt ein bisschen ungewohnt. Ungewohnt ist übrigens auch für mich, dass ich jetzt immer einblenden muss, dass ich Werbung mache, auch wenn das keine bezahlte Produktplatzierung ist, schreibe ich euch das jetzt immer in die Videos, also bitte wundert euch nicht, mal ganz kurz vorab, bevor wir dieses Video starten, denn ja, es ist so, dass wir Probleme bekommen, wenn wir das nicht machen, scheinbar gibt es da jetzt neue Gesetze und so weiter und ich möchte mich natürlich auch absichern, denn es ist tatsächlich so, wenn ich jetzt hier irgendwie rumlaufe oder irgendwas Bestimmtes trage und ihr mich fragt, woher das ist und so weiter, dann mache ich natürlich, ja, eigentlich, wenn man es genau nimmt, Werbung, auch wenn ich dafür nicht bezahlt werde. Ich werde euch das alles ganz transparent immer kennzeichnen. Ich werde es unten in die Infobox schreiben und euch natürlich auch nochmal darauf hinweisen. Also ich sage euch das nochmal, nur damit ihr euch jetzt erstmal nicht wundert. So, jetzt geht's wieder einigermaßen. Ich habe eine Runde mit euch gequatscht. Jetzt bin ich nicht mehr ganz so aufgeregt. Ich würde sagen, ich zeige euch jetzt mal die Sequenzen von den Dingen, die ich heute Morgen so gemacht habe, hier im Haus. Ich halte das Ganze ganz kurz, nur damit ihr einen kleinen Einblick bekommt. Und dann sehen wir uns hier wieder und dann schauen wir mal, was heute noch so passiert. Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall schon mal ganz viel Spaß bei diesem Video und los geht's. When I think about the way we used to be, when I think about the things you took from me, I know that I am so much better, better. When I look at what I've done, now that we're apart, when I look at what I've won, I've come so far, I know I'm so much better off, and baby, you don't belong. I could feel it in my bones, there was something going on, that shade of doubt. Der Max macht Eis. Nur für mich, ne, Max? Auf jeden Fall. Was gibt's denn für ein Eis? Wahrscheinlich Himbeereis. Da bin ich wieder. Ich habe jetzt alles erledigt in der Stadt und jetzt bereite ich mal das Mittagessen vor. Allerdings muss ich mir dann meine Haare ja so zusammen machen nach oben, weil die mich sonst extrem stören. Es gibt heute panierte Hähnchenfilet-Schnitzel und für den Lissandro gibt es Suppe. Und zwar seine Lieblingssuppe. Das mache ich jetzt mal. So, das Olivenöl ist jetzt heiß. Jetzt kommt schon mal das erste Schnitzel rein. Die habe ich vorhin paniert. In diese Panade, also in das Ei, mache ich noch Parmesan mit rein. Dann wird nämlich das Ganze schön knusprig. Wollte ich noch kurz dazu sagen. Und die Suppe vom Lissandro, die ist jetzt auch fertig. Ich habe jetzt noch die Würstchen reingeschnitten. Und dann kann er gleich loslegen mit dem Essen. Und hier gibt es dann Pommes dazu. Okay, das Öl war nicht heiß genug. Aber ich habe es jetzt auf 8 gestellt. So, lecker war's. Wir sind total voll gefuttert. Ein Schnitzel brät jetzt gerade noch, weil der Luki später von der Schule kommt. Im Anschluss räume ich noch meine Küche auf, wenn dann alle fertig sind mit dem Essen. Nicht wundern, die Jalousien sind unten, weil die Sonne so arg reinballert. Und da habe ich immer so ein bisschen Angst wegen dem Parkettboden. Und ja, genau. Nur, dass ihr euch nicht wundert. Und
Hier steht noch eine große Tüte von L'Oreal. Da sind die Neuigkeiten drin. Ich war ja vor kurzem bei einem Event in München. Da gibt es ganz, ganz bald tolle Neuigkeiten für euch. Ich darf euch jetzt noch nicht viel zeigen. Eigentlich darf ich euch noch gar nichts zeigen, denn die Sachen kommen erst raus. Aber wenn es dann soweit ist, berichte ich euch natürlich drüber und ich habe dann auch wieder eine Mega-Verlosung für euch. Ich habe heute in diesem Video auch noch eine Verlosung, da kommen wir gleich dazu. Ihr wisst, ich schreibe das nie in den Titel, aber ihr könnt euch auf jeden Fall über ein Riesenpaketchen freuen. Und ansonsten würde ich sagen, zeige ich euch jetzt ganz kurz mein Outfit. Und dann geht es für uns runter an den Main, damit die Bella eine kleine Abkühlung bekommt, denn es ist wirklich sehr, sehr heiß draußen, da freut sie sich. Aber jetzt zeige ich euch erstmal ganz kurz mein Outfit. Ich trage eins meiner liebsten Kleidchen, weil das vom Stoff her richtig schön angenehm ist, ganz, ganz leicht eben passend zu dieser Jahreszeit. Hatte ich euch auch schon auf Instagram gezeigt, dieses Kleidchen, das ist von Fashion 5 und das habe ich mir ja schon länger bestellt. Da hatte ich noch nicht so einen Bauch. Also das ist eigentlich jetzt kein Schwangerschaftskleid. So sieht jetzt mein Bauch aus. Mittlerweile ganz schön gewachsen. Und ansonsten trage ich für viele, vielleicht nicht so der Hit, meine Birkenstock-Schuhe. Aber die sind eben super bequem für zu Hause. Ich ziehe mir dann noch andere Schuhe an. Und ansonsten trage ich noch meinen liebsten Schmuck von Mainpunkt. Diese Plättchenkette hier, die liebe ich total. Seht ihr ja auch ganz, ganz oft auf Instagram. Dazu habe ich auch einen Rabattcode für euch und zwar nennt er sich RosellaMir17, da könnt ihr Geld sparen. Und auf das Kleidchen hier übrigens habe ich auch einen Rabattcode für euch und zwar nennt er sich 20RosellaMir, wenn mich nicht alles täuscht. Ich schreibe es euch am besten nochmal unten in die Infobox, falls ich jetzt was Falsches gesagt habe und nein, ich bekomme dafür kein Geld. Also nur, dass ihr da schon mal Bescheid wisst und ansonsten trage ich hier diese schöne Hand der Fatima, die ist von Piper & Jean. Genau, ich denke, ich habe jetzt soweit alles. Wenn nicht, dann fragt mich sehr, sehr gerne. Schreibt es mir in die Kommentare. Ich bin nämlich so ein bisschen neben der Spur. Jetzt habe ich hier diese Dinger von der Jalousie. Okay, also, wir gehen jetzt runter zum Main und dazu nehmen wir euch jetzt weiterhin eine Runde mit. Auf geht's. Meine Haare mache ich mir jetzt auch noch auf. Sorry, wegen der Sonnenbrille. Ich denke, ich gönne mir heute mal ein Eis. Ich esse ja total ungern Eis. Eigentlich liebe ich eher Kuchen, wenn es um was Süßes geht. Aber ich glaube, wir holen uns ein leckeres Eis. Oder, Lassie? Lassie kommt. Wo ist eigentlich die Bella? Da kommt so die Bella. Angetippelt. Hat schon verstanden, dass es jetzt rausgeht, ne? Und da kommt jetzt auch gleich der Alessandro. Ja. Und dann gehen wir jetzt mal raus. Lieber mal weg. So, wir sind wieder zurück. Das war so, so schön am Main. Das Wetter hat gepasst, die Bella hatte Spaß, wir haben lecker unser Eis gegessen und jetzt bin ich total außer Atem. Sorry dafür. Treppe hoch und Treppe runter, ne? Keine Kondition, die Heidi. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal gemeinsam das Paket auf, das der Postbote gebracht hat. Und zwar ist meine neue Kamera angekommen. Der Alessandro durfte auf Bestellen drücken. Da war er ganz, ganz stolz. Die habe ich bei Amazon gekauft. Und ich bin gespannt, wie die Qualität dann demnächst wird, denn ich bin total unzufrieden mit der anderen Kamera. Also es hat aber auch was mit dem Licht zu tun. Ihr seht es ja, wir haben hier sehr viele Fenster und da habe ich echt Schwierigkeiten, die Kamera immer so einzustellen, dass es für euch auch gut passt. Es ist natürlich wunderschön, dass hier so viel Licht reinkommt, gar keine Frage. Aber mit der neuen Kamera und mit dem neuen Objektiv dürfte es etwas besser sein, hoffe ich. Und das machen wir jetzt. Der Alessandro ist schon ganz aufgeregt, das jetzt auszupacken. Und dann im Anschluss zeige ich euch, was ihr Schönes gewinnen könnt. Genau, so machen wir das jetzt. Mal gespannt, ob das jetzt die Kamera ist oder das Objektiv. Was meinst du? Ich glaube, das ist die Kamera.
Ich nicht. Okay, bin mal gespannt. Aha, doch die Kamera. Sehr cool. Gut, Anleitungen. Dann ist da das Objektiv drin, würde ich sagen. Ja. Jawohl. Das ist aber schwer. Ist schwer? Oh ja. Oh mein Gott, das ist richtig schwer. Warte. Da. Jetzt kannst du es aufmachen. Da ist er. Da ist er. Ist es schwer? Es geht. Da ist wahrscheinlich der Akku drin. Ja. Ist das ein anderer Akku als bei der 700D? Ich glaube schon. Oh nein. Das wäre doof. So, da ist sie jetzt. Eieiei, die ist richtig schwer. Also wegen dem Objektiv. Oh, ich habe so Angst, dass da jetzt was passiert. Ich bin so, so gespannt und freue mich drauf. Natürlich haben wir die auch deshalb gekauft, weil wir schöne Bilder eben von der Familie machen möchten. Dann auch natürlich vom Baby. Und ich hoffe, dass dann die Qualität eben für euch auch besser ist, wenn ich damit filme. So, jetzt gehen wir gemeinsam in die Küche. Oh, ich habe so Angst. Und dann zeige ich euch, was ihr gewinnen könnt. Ich muss heute noch relativ viel bügeln. Draußen stehen auch noch zwei Wäscheständer. Kann ich euch auch mal zeigen. So, da sind sie. Das muss ich auch noch machen. Und dann eben bügeln. Ihr wolltet mal wissen, wie viel Bügelwäsche ich denn so habe, beziehungsweise... Viele können sich das natürlich nicht vorstellen, klar, mit so einer großen Familie. Ich blende euch jetzt mal ein, was ich das letzte Mal gebügelt habe. Das hatte ich nämlich einfach mal so abgefilmt, was sich so ansammelt in ein paar Tagen. Also es waren jetzt ungefähr 5, 6 Tage. Ja, so in der Zeit hat sich das eben angesammelt. Das hier ist jetzt das Gewinnerpaketchen. Ich würde sagen, wir machen es so. 3 von euch können gewinnen. Das sind ganz, ganz neue Farben. Die sind mir zugeschickt worden von L'Oréal. Alles komplett neu und unbenutzt, muss ich glaube ich nicht mehr dazu sagen. Einfach so, dass ich ja dunkles Haar habe und dann die Farben bei mir gar nicht so gut rauskommen würden. Ich habe mir jetzt 3 Farben trotzdem mal rausgelegt, weil ich sie natürlich auch testen möchte und weil ich euch dann eben auch sagen möchte, wie ich sie finde. Aber ich teile sehr, sehr gerne und deshalb geht das jetzt hier an euch. Ich habe jetzt hier auch noch 2 Paletten rausgelegt. Und zwar sind es diese hier, auch nagelneu. Und hier habe ich auch noch 2 Produkte, eine BB-Cream und hier noch ein Schätzchen. Und ich mache euch dann was Schönes zurecht. Alle Teilnahmebedingungen dazu schreibe ich euch einfach mal unten in die Infobox. Falls ihr gewinnen möchtet, schaut da einfach mal sehr gerne vorbei. Ich denke, das sind richtig coole Sachen, die ihr da gewinnen könnt. Wir können es ja so machen, dass ihr mir einfach mal schreibt, was ihr denn gerne sehen möchtet, so auch als nächstes, was euch interessiert, auch jetzt in Bezug auf die Schwangerschaft. Da kamen jetzt auch viele Fragen, ob wir denn schon ein Kinderzimmer geplant haben und so weiter. Kann ich jetzt nur mal ganz kurz nicken. Ja, es gibt tatsächlich ein Zimmer hier im Haus. Das ist dann fürs Baby und zwar ist es da drüben. Kann ich euch dann auch sehr, sehr gerne zeigen. Und wenn ihr, wie gesagt, Videowünsche habt, dann schreibt mir das sehr, sehr gerne unten in die Kommentare. Und ich gehe jetzt nochmal ins Büro, habe da noch einiges an Arbeit und im Anschluss muss ich dann, wie gesagt, bügeln. Ja, sehr, sehr viel Bügelwäsche habe ich noch. Und jetzt würde ich mich aber von euch verabschieden. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat, dass ich euch wieder eine Runde mitgenommen habe. Hinterlasst mir sehr, sehr gerne euer Feedback. Abonnieren ist kostenlos, das wisst ihr, dann verpasst ihr keine Videos mehr von mir. Und jetzt wünsche ich euch einen wunderschönen Tag oder Abend. Lasst es euch gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!